Heute machen wir Lumbänder. Präsentiert von Saskia. Dafür brauchen wir 2 Stifte. Ihr könnt auch was anderes nehmen, aber mit Stifte ist es ganz einfach. Und dann brauchen wir noch so wie ein Häkelhaken. Und das ist der Verschluss. Ich glaube, das sieht man nicht so gut, aber ich glaube schon, so wie ein Zeh. Das sind so Gummis in verschiedenen Farben. Und in der Box war 6000 Bänder. Das ist Ich ein zeige es euch mal kurz in die Cam. Verschiedene Farben, rot, blau, grün, weiß. Und das ist ein Webrahmen, das kann man als Achter so üben. Dann wird es 4 Reihen. Jetzt habe ich eine Frage. Was ist ein Achter? Ein Achter, das ist so wie eine 8 guckt. So. Und dann sieht am Ende so aus. Also Leute, ich bin's kurz. Ich muss zugeben, ich habe es erst heute gelernt gekriegt. Ich habe schon eine Kette angefangen. Und es ist wirklich empfehlenswert. Wo man sich das kaufen kann, ist bei eBay Kleinanzeigen oder bei Toys R Us oder bei anderen Spielzeuggeschäften. Ja, zum Beispiel. Dann noch hier. Und dann habe ich noch blau-schwarz. Und der Ring. Und hier sind Armlänger. Sind zweimal immer das gleiche. Da gibt es viermal die Sonne. Kann man einfach drauf machen. Dann kann man das in kleiner machen. Ein Ring. So, jetzt habe ich eine Frage. Wie wird die Kette gemacht? Was muss ich tun, damit ich so eine schöne Kette hinkriege? Das zeige ich jetzt euch. Man macht ein Achter, macht ein Tier rein und tut bei anderen Stift rein. Runterschieben, dann sieht es so aus. Also, ich zeige es euch schon mal kurz in die Cam. Ganz normal ziehen und dann umdrehen. Das ist ein Achter. Und der macht jetzt um die 2 Stifte. Da macht ihr wieder nur mal drüber. Dann nehmt ihr noch eins, macht wieder nur mal drüber. Dann nehmt ihr einen Haken, tut das letzte Gummi, das schwarze Gummi, oder das schwarze Gummi rüber über den Stift. Bei der anderen auch. Dann macht ihr wieder eins drauf. Und macht wieder so das letzte. Ihr könnt die Kette einfarbig machen oder auch bunt machen. Ist egal, wie das macht. Trotzdem wird es dann schön. Und so ist es der Verschluss. Man kann es als Handkette machen oder als Halskette. Hier sind die verschiedensten Muster halt, ne? So sehen sie dann am Ende aus. Ja, so, das war unsere Empfehlung. Wir würden uns über ein Like freuen, über ein Kommi und ganz, ganz besonders über ein Abo. Also, unsere Empfehlung von Twitfish Lomband, auf Deutsch Lombänder. Bis zum nächsten Mal, wünschen euch Dennis und Saskia. Ciao. Tschüss.